Görg von Frunsberg führt uns an. Tra-la-la-la-la-la-la. Georg von Frunsberg war ein süddeutscher Soldat und Landsknechtsführer in kaiserlich-habsburgischen Diensten. Er gilt als einer der wichtigsten deutschen Infanterietaktiker und Kriegsunternehmer der frühen Neuzeit. Sein Name ist eng mit den langwierigen Kämpfen der Habsburger Kaiser Maximilians I. und Kaiser Karls V. um die Vorherrschaft in Oberitalien verbunden. Frunsberg ist unter anderem bekannt für seinen zum geflügelten Wort gewordenen Wahlspruch »Viel Feind, viel Ehr«. Georg von Frunsberg wurde 1473 als Sohn des Hauptmanns des Schwäbischen Bundes Ulrich von Frunsberg und seiner Frau Barbara von Rechberg auf der Mindelburg in Schwaben geboren. Er trat früh in Kriegsdienste ein. 1492 folgte er seinem Vater im Heer des Reichshauptmanns Markgraf Friedrich II. von Brandenburg-Ansbach. Im Frühjahr 1499 nahm Frunsberg am Schwabenkrieg gegen die Schweizer teil und hatte Gelegenheit, erste Erfahrungen in der Kriegführung zu sammeln. Noch im gleichen Jahr befehligte er das Heer des Heiligen Römischen Reiches, das der deutsche König und spätere Kaiser Maximilian I., dem Herzog von Mailand, Ludovico il Moro, gegen die Franzosen zu Hilfe schickte. Die Siege der Schweizer über die Kaiserlichen ließen ihn erkennen, dass die Zeit der gepanzerten Reiter zu Ende war und der Schwerpunkt des Kampfes auf die Infanterie überging. Maximilian I. ernannte ihn zum Feldhauptmann von Tirol, wo er nach schweizerischem Vorbild ein schlagkräftiges Fußvolk aus Pikenieren schuf. Das brachte ihm später den Beinamen Vater der Landsknechte ein. Frunsberg perfektionierte die Taktik des sogenannten Gewirrt- oder Gewalthaufens, bei dem es sich um eine äußerst tief gestaffelte Formation aus Pikenträgern handelte. Er verfasste mehrere Werke über Kriegstaktiken wie zum Beispiel Der Treue Rat. Wegen seiner Erfolge im Landshuter Erbfolgekrieg wurde er im Jahre 1504 von Maximilian I. in den Ritterstand erhoben. Er hatte ein Landsknechtregiment aus Memmingen in die entscheidende Schlacht von Wenzenbach geführt. Mit seinen gut gedrillten Truppen errang Frunsberg weitere bedeutende Siege. 1513 schlug er zusammen mit einem spanischen Kontingent ein zahlenmäßig überlegenes venezianisches Heer bei Creazzo vernichtend. Aus dieser Schlacht stammt sein viel zitierter Wahlspruch »Viel Feind, viel Ehr«. Die Schrift Trever Rat und Bedenken. Eines alten wohlversuchten und erfahrenen Kriegsmanns, die Frunsberg zugeschrieben wird und auf Ende 1522 datiert ist, beschreibt die Taktik der Frontverlängerung, um die bis dahin gewaltige Tiefe der Gewehrhaufen zu umfassen. Die vordersten 5 oder 6 Glieder seien es, die die Schlacht gewinnen oder verlieren, und je mehr Leute durch die breite Ordnung zu der Arbeit kommen können, desto leichter sei es. Seinen spektakulärsten Erfolg feierte Frunsberg in der Schlacht bei Pavia 1525. Aber dorthin musste er erstmal marschieren, also marschierte Frunsberg. Shut up.
der Kloppo wird. Aus noch krass für dein. Ich mein, das Druck für sein. Lass den Sehnen sein. Wie dir wieder dich. Hilf und Fuß, er führt uns an. La 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 la. Wer nicht nach gewann. Da man vor Pavia. Komm, schwer euch, wie sie gleich sang. La 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 la. Ward ein Landsknecht genannt, Lehrmann vor Pavia. In Pavia angekommen, wo sich 25.000 Mann, darunter viele Schweizer und Landsknechte, unter König Franz I. als Belagerungsstreitmacht verschanzt hatten und die schwache Besatzung der Stadt bedrängten. Spanier und Deutsche fügten dem Gegner eine vernichtende Niederlage zu, wobei Frundsbergs 6.000 Veteranen aus Schwaben und Tirol einen entscheidenden Anteil hatten. Mit fast 20.000 Soldaten zog der mittlerweile 53-jährige Frundsberg 1526 gegen die Truppen des mit Frankreich verbündeten Papstes und schlug sie am Jahresende bei Brescia. Seine Untergebenen redete Frundsberg stets als Söhne oder Brüder an, die in ihm den Vater der Landsknechte sahen. Doch im Winter 1526-1527 war die Lage gespannt. Wochenlang hatten seine Männer keinen Sold mehr erhalten. Georg von Frundsberg hatte sein Familiensilber für umgerechnet 12 Millionen Euro verpfändet, um die Landsknechte zu bezahlen, Kaiser Karl V. versagte seinem treuen Feldherren jedoch die dringend nötige finanzielle Unterstützung. Nur die Aussicht auf Plünderung Roms hielt die Truppe zusammen. Als dann jedoch Gerüchte über einen bevorstehenden Friedensschluss mit dem Papst die Runde machten, brach am 16. März 1527 im Feldlager bei Bologna die offene Revolte aus, die Landsknechte jagten ihre Kommandeure aus dem Lager, rotteten sich vor Frundsbergs Zelt zusammen und brüllten unaufhörlich Geld. 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 Geld, der unerschrockene Hauptmann trat vor die tobende Menge und versuchte sie zu beruhigen. Aber als die aufgebrachten Männer weiter nach Sold schrien und sogar drohend ihre Spieße gegen ihn richteten, war der körperlich und mental ausgezehrte Mann am Ende seiner Kräfte. Vom Hirnschlag getroffen sank Frundsberg auf eine Trommel und verlor das Bewusstsein. Geld. 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 Geld.